Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge South Park. Und wir wollen Wendy helfen. Ich meine Callgirl helfen. Ich weiß noch nicht genau, wobei, aber wenn das erfahren wir jetzt. Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Ich bin gespannt. Willkommen bei die Mobile. Kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen. Sehen aus wie Krebse, denn die Länge wie Menschen. Was? Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und die Mobile-Nummer bitte! Namen und die Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, ja. Wir sind Krebsmenschen. Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, super, ich getan. Nur, dass Handy funktioniert. Du frecher Mensch, wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es, die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Korgel, RIP Krebsmenschen. Ich bin gespannt, was sie für Attacken haben, auf jeden Fall. Ob Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool. Danke, das nennt es nämlich cool. Wo ist meine Maus? Ich finde meinen Mauszeiger nicht, Leute. Ah, da. Der war wieder auf einem anderen Bildschirm. Nice. Hä? Achso, es ist mein Zug und ich kann so weit laufen, wie ich will. Ich habe mich schon gewundert, was ist denn los hier? Wie, what the fuck? Okay, dann gehen wir einfach so zu ihm. Wobei, nö, wieso sollte ich? Ich stelle mich einfach ganz entspannt hier hin. Und hau ihm einfach sowas hier in die Fresse. So, zack, wieso nicht? Da muss ich nicht mal zu ihm hinlaufen. Und er kann auch nicht zu mir hin, glaube ich. Also, er kann mich jetzt hoffentlich nicht angreifen im nächsten Zug, oder? Nee. Perfekt. Hast du... Ja doch, du hast doch auch so eine Attacke, lieber. Wobei, wie viel Schaden macht das denn? 104. Ja komm, dann mach mal lieber das hier. So, zack. Ich kann dich ja immer noch mit einem Zeitfurz retten. Bam, aber so viel Damage. Wobei, ich sollte natürlich vielleicht besser einfokussen, ne? Oh, warte, ich will die Attacke sehen. Er hat mich einfach angespuckt oder so. Aber das machen wir natürlich rückgängig, Leute, und machen direkt unseren Zeitfuß hier und greifen den Boy an. So, pass auf. Zack. Hi, na, alles fit, alles fresh. Da hinten sind die einfach so im Hintergrund ultra Angst haben und gefesselt sind. Ich finde es auch super, wie die getarnt sind. Schön, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, danke. Ich könnte mich jetzt halt hier hinstellen und beide treffen. Ja doch, mache ich jetzt auch, keinen Plan. Eigentlich würde ich es nicht machen, glaube ich, wenn der Fight schwierig wäre, weil ich jetzt halt locker Schaden kassieren kann von ihm. Aber ich meine... Wir gewinnen das eh locker, glaube ich. Oh, shit. Das war Damage. So, Callgirl, pass mal auf. Vielleicht schaltest du lieber... What the fuck? Mein Licht hat sich gerade gewechselt, glaube ich. Vielleicht schaltest du lieber ihn hier aus. Zack. Weil, Leute, mein Hintergrund spielt verrückt. Seht ihr das? Die Lichter ändern sich. Die Farben ändern sich. Warum? Was soll das? Oh, da ist der Manager. Ah, Mitarbeiter des Monats. Name und die Mobile-Nummer bitte. Hallo, na, alles klar? Oh! Ist sie down? Oder, nee, ich dachte schon, ey, das wär's ja gewesen. Alter, holy shit, wieso hat sich denn schon... Leute, jetzt ist es wieder lila. Mein Hintergrundspieler komplett verrückt. Ich weiß nicht, was da los ist, Freunde. Kannst du beide treffen vielleicht? Nee. Vielleicht, okay, warte, dann stelle ich erstmal ganz entspannt hier. Wir wollen ja nicht zu viel Schaden kassieren. Warte, hier. Ich will ja nicht zu viel Schaden kassieren, Freunde. Zack. So. Mich macht das gerade ein bisschen verrückt mit meinem Hintergrund. Was ist denn das? Oh, jetzt ist er wenigstens wieder lila. Was, das letztes schon mal? Oh, was? Yo, wie soll ich den denn? Ich muss halt ihn down kriegen, aber... What the fuck? Schon wieder hat sich das geändert. Okay, ich meine, Callgirl kann halt easy von hier aus innen attackieren. Das nervt mich jetzt mit der Farbe. Warte, wir machen mal wieder lila. Pass auf. Macht er nicht. Er möchte nicht mehr, der Hintergrund. Ja, machen wir einfach mal so hier. Zack. Damit treffe ich halt beide. Mach ich, danke. Die stehen halt jetzt voll im Weg. Ich habe halt einen Zeitfurz. Aber damit könnte ich nie im Leben, ja, fuck. Soll ich einen Zeitfurz machen? Das lohnt... Mann, aber damit komme ich halt nicht zum Krebskönig gerade. Ist ja egal. Ich hoffe, dass einfach nicht, dass er die nicht wieder voll heilen kann gleich. Zack, weil der ist jetzt... Oh, der ist schon down. Ja, aber ich komme auch nicht an die anderen Leute dran hier. Das geht einfach nicht. Ja, toll. Dann hau einfach nochmal auf ihn ein. Ich meine, wieso nicht? Das ist dein Werk, Neuer. So, ich hoffe, er kann mich wiederbeleben. Nein, es kommt einfach wieder... Yo, und der steht... Die stellen sie einfach alle vor ihm hin. So, egal. Callgirl kann ihn zum Glück immer hitten von hier hinten. Ein echter Schocker. Ich frage mich, wie sie das macht, obwohl ihr Vertrag gekündigt wurde. Oder nicht funktioniert. Das ist ein bisschen komisch, aber gut. Er wird jetzt halt angegriffen. Nee. So, zack. Kommst du von... Nee, du musst dich leider hier hinstellen dafür. Scheiße. Komm schon. Bam. Den kriegen wir da nicht.
Können die den heilen? Nee, ne, ich glaube, der kann nur die heilen. Shit, die, wir müssen halt jetzt voll nah einmal rangehen dafür und es macht mega Damage. Oh, Ulti. Okay, er heilt jetzt wieder nur. Ja gut, dann geht das aber. Callgirl macht jetzt ihre Ulti noch. Das wird, denke ich mal, mega viel Damage machen. So, Callgirl. Zack. Weil du triffst ja jeden 105 Schaden. Warte mal, wie viel macht sie denn, wenn sie nur diese Attacke machen würde? 9, ja, okay, nee, dann machen wir lieber Ulti. So, damit ist der eine sogar komplett down. Go, Callgirl. Hol den Flashmob. Operation F17. Los geht's. Oh, Mann. Nice. Stimmt, sie hat gar kein Datenvolumen mehr. Wie macht sie das denn dann? Verstehe ich nicht. Komisch. Stimmt, wir bluten auch noch alle. Egal, so, du kannst auch beide damit treffen. Let's go. Du schaffst das. Das schaffen wir. Ah, und der hat auch keinen neuen, sehe ich gerade, oder? Okay, das heißt, wenn der down ist, haben die vielleicht keine anderen Krebs... Oh, shit. Wir haben Verluste. Keine anderen Krebsmenschen mehr. Egal, Kolga schafft das schon alleine. Der Typ ist fast down. Oh, shit. Okay, doch, der hat noch mehr. Egal, Callgirl ist die einzige Person, die wir hier brauchen gerade. Weil sie von jeder Position aus angreifen kann hier. Okay, da hinten anscheinend doch nicht. Dann geh hier hin, aber jetzt kannst du ihn angreifen, oder? Ja. Zack, noch ein Zug und dann ist er down. Ich hoffe, danach kommt nicht noch ein Upgrade. Ansonsten haben wir halt wirklich verloren, so. Oh, Mann. Unsere Netzabdeckung im Oberflächenreich ist unvergleichlich. Ich verstehe nicht, wie die halt sich tarnen konnten, dass die nicht direkt erkannt haben, dass das keine echten Menschen sind. So sieht man ja auch gar nicht oder so, ne? Hä, wieso kann ich nicht? Hallo? Ah, jetzt. Ich wollte schon sagen, irgendwie... Oh, was? Nein! Nein, ich habe verloren. What the fuck? Ich dachte, er wäre jetzt down. Oh, und jetzt stehe ich hier direkt dran. Er kann sie jetzt halt easy zerstören, so. Oh mein Gott, ich habe verloren. Nein! Ich hätte mich halt auch hier hinstellen können, dann wäre ich nicht gestorben. Aber irgendwie ging das gar nicht mit der Attacke. Die hat kurz rumgebackt. Ja toll, jetzt muss ich wieder dahin laufen und das nochmal machen. Oh mein Gott. Super Start auf jeden Fall. Egal. Wir rushen da jetzt durch. Diesmal wird das was mit dem Kampf. Es war ein bisschen blöd gefightet. Aber ach, das kann doch nicht sein, ey. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. So, wenn ich den Kampf nochmal verkacke, dann cutte ich das. Aber komm, wir schaffen es jetzt. Ich glaube nicht, dass ich nochmal sterben werde. Wir rushen jetzt durch den Fight durch. Hi, komm. Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Ja, ich bin bereit. Lass uns loslegen. Überspringen. Wenn ich meine mobile Geräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Wieso kann ich das nicht überspringen? Normalerweise geht das. Kann ich das überspringen? Ja. Okay, instant zum Fight geskippt. So, ich glaube, ich musste nur einen Down kriegen von denen. Und dann kam... Und dann kam schon Dingens hier, wisst ihr? Der Typ... Der größere, so, dann. Ich weiß nicht, was macht halt. Oh, ich weiß nicht, welche Attacke ich machen soll. Wir machen die hier, weil das verursacht Blutung. Oder? Ja, komm, wieso nicht? Ist jetzt eigentlich scheißegal. Zack. Wir müssen nur einen von denen schnell downhauen. So, jetzt kommt er näher, kann nichts machen. Wir müssen jetzt halt wirklich ein bisschen passiver spielen erst. Aber das sollte kein Ding sein, Leute. So, zack, die macht jetzt ihre Attacke von hier aus. Boah, aber ich sehe jetzt erst, wie viel Leben die eigentlich haben. Das ist schon krass. Hatten die dann auch so viel Leben? Egal, Hauptsache uns kann... Oh doch, der kann mich angreifen von da. Dann machen wir hier jetzt direkt natürlich den Zeitfuß, Leute. Ich möchte ja keinen Damage kassieren, ja. Ich möchte keinen Schaden kriegen. Und gehen auf ihn hier, weil wir wollen den unbedingt down kriegen. Komm schon, der hat aber ultra viel AP. Kann es sein, dass die Verbündeten, die halt gleich, wenn der König da ist, nachkommen, relativ wenig Leben haben im Vergleich zu denen jetzt? Kommt mir zumindest so vor. Ja, guck mal, wie viel Schaden macht das? 94, komm, dann mach das mal. Zack, dann ist er nämlich schon fast down. Hast du eine Community-Managerin? Ja, ich brauche eine Community-Managerin. Danke auf jeden Fall für das Angebot. So. Guck mal, ist da ein Blut sogar verreckt. Da, jetzt kommt nämlich der König. Der Chef, meine ich. Hallo. Na? Das finde ich auch super hier gerade. Name und die Mobile-Nummer bitte. Alter, what the fuck. Vor mir... Yo, jetzt stehen wir auf einmal beide vorne. Ich stand doch ganz woanders. Was ist das denn? Aber ich habe, glaube ich, keinen Schaden davon. Nee, das macht aber keinen Schaden. Okay, gut. Das wäre ja auch ausgerastet hier. Okay, komme ich von hier? Ja, von hier komme ich an ihn ran. Zack. Ich finde das Signal. Ja, finde das Signal. Ohne dein Datenvolumen. Okay. Jetzt kommt er. Er kann auch nichts machen. Okay, musst jetzt, glaube ich, halt leider bis hier hingehen, oder? Kannst du überhaupt von hier... Oh, er kann nicht angreifen. Kommst du von hier an ihn ran? Auch nicht. Ja, shit, dann stelle ich lieber hier hin. Ja, und bende deinen Zug. Wir wollen ja relativ safe bleiben. So, ja, du kannst jetzt heilen, die haben eh keinen Schaden. Er kann sich selber auch heilen, was? What? Der hat einfach den ganzen Schaden, den er kassiert, wieder voll geheilt gerade.
Super gedoxt. Ich dachte, er kann nur seine Mails fallen. Wer hat denn sowas? Ist so. Leute, habt ihr Google Plus? Schreibt mal in die der Kommentare. Ich glaube aber nicht. So, okay, Pam. Pam vor allem. Bam. Jetzt können wir von hier. Aber er kassiert jetzt halt auch Damage im nächsten Zug wahrscheinlich, oder? Ja, aber ich habe Zeitfurz. Oh mein Gott, aber ich komme nicht an den König ran mit den Zeitfurzen. Ist das Problem, Leute. Ich komme nicht an ihn ran. Das heißt, ich muss erst den hier down. Kann ich mich jetzt nicht... Nee, ich kann mich nicht dahinstellen. Dann gehe ich jetzt einfach noch auf ihn hier. Ich meine, wieso nicht? Der ist halt eh schon down. Och Mann, das ist richtig blöd. Wissen, die Kunden brauchen Hilfe. Ja, und jetzt kommt halt eh wieder neuer so. Oh, was? Der kann auch angreifen? What the fuck? Holy shit, ich dachte, er kann nicht angreifen. Wobei, er steht ja halt direkt vor mir. Das ist auch gut. So, warte, was hat die noch? Achso, das ist nur der Block. Okay, dann greif mal an hier. Ja, gedoxt nochmal. Zack. Und er kann jetzt halt so einen richtig schönen Schlag in die Fresse geben. Nice. Oder? Ja. Wie viel Schaden macht das? 82, 84, 141. Yes, let's go, Alter. Der Kampf ist auf jeden Fall viel besser als gerade. Der ist richtig nice. Also wir haben einfach gerade richtig Glück, um ehrlich zu sein. Weil der sich einfach vor mich gestellt hat. What the fuck? Das war mega dumm von ihm. Okay, doch, er heilt sich jedes Mal selber mit der Attacke. Aber er ist jetzt trotzdem down. Wir haben schon gewonnen. So, bam. Dann bin ich jetzt gleich dran, gebe ihm nochmal einen schicken Schlag, ja, einen gezielten Punch und dann ist er auf jeden Fall down. Wenn ich jetzt, oder? Bin ich jetzt dran? Ne, erstes, doch. Zack, und damit ist er down, geschafft. Easy. War ja doch mega einfach. Nicht mal Schaden genommen habe ich diese Runde. Ein HP. What? Ne, ich wollte schon sagen. Leg dich nicht mit Callgirl an. Ist so, leg dich nicht mit Callgirl an. Die ist gefährlich, oder? Subtimale Mutation, DNA, Charakterbogen von Callgirl. Nice. So, wir haben auch fast wieder, okay, fast die Hälfte vom Level ab. Krebsliebhaber. Okay, wir müssen wieder ganz viele Krebsmenschen demnächst zerstören. Für mehr Erfahrung. Callgirl. Das war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Die haben sie euch geküsst. Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, ja klar, Callgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Hm. Warte ich nach einer Nebenmission. Die da noch kommt demnächst. Oh, kann ich die looten, die Krebsmenschen? Nice. Benutzer Lippenstift. Oh Gott, die Krebsmenschen haben mit den Typen rumgemacht. What the fuck? Mitarbeiterhandtuch. Oh, oh Gott. Ich kann hier auch was looten. Gerösteter Krebsbauch. Ja, ein schönes, was? Gedünstetes Krebsbein. Ja, schönes Mittagessen haben wir schon mal hier bekommen. Willst du jetzt nicht ein Selfie machen? Ich habe hab euren Laden gerettet. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Ich habe gerade euren Laden gerettet. Du kannst ja wohl ein Selfie mit mir machen. Von D-Mobile mit einem Selfie? Ja. Yes. Oh mein Gott. Woohoo! Da, bitteschön. Jeff folgt mir jetzt auch. Dankeschön für den Follow, Jeff. Mit meinem hatte ich schon unser gewaltiges Internetvolumen erwähnt. Ach man. Immer diese Werbung. Ein Selfie mit meinem Befreier. Nice. Okay, nur der eine will keins mit mir machen, weil ich nichts gekauft habe. Aber ich möchte nichts kaufen. Ich bin sparsam, Leute. Eddie folgt mir auch. Ich bin sparsam. Ja, ich möchte meine ganzen Dollar behalten. Nee, ich habe keine Lust auf unbegrenztes Selfie-Volumen, Mann. So, wo muss ich als nächstes hin, Freunde? Ich habe gehört, da gehen wir jetzt auch direkt mal hin. Oh, da oben ist Callgirl. Hallo. Na, Callgirl. Alles fit bei dir? Na, wie geht's? Hier da oben. Alles fresh? Okay, wir gehen mal weiter. Nein, ich habe keine Lust auf so ein Angebot. Och Mann, immer diese Werbung. Immer diese Leute, die Werbung machen müssen hier. Wir gehen jetzt zur Schule, denn ich habe gehört, dass ich da noch was machen kann. Dass da die, ich glaube, Tommy oder Mysterion heißt er ja jetzt. Und Gibby haben mir geschrieben, dass ich kostenlose D-Mobile-Nachricht... Och nee, nein, danke. Ich habe gehört, dass hier die Paartherapie ist. Ja, die beiden haben mir das geschrieben in der Turnhalle. Von der Schule ist die Paartherapie, ob ich da jetzt schon hin kann oder nicht, ist halt was anderes. Das müssen wir jetzt mal gucken. Aber werden wir jetzt sehen. Und das hier noch Lava war, hat auch jemand geschrieben. Aber hier ist sogar... Ach so, nee. Hier ist gar keine... Nee, nee. Ich glaube, das war auch auf die Paartherapie bezogen. So, ob ich das aber jetzt schon machen kann, ist was anderes. Aber anscheinend nicht. Nee. Anscheinend noch nicht, weil ich denke mal, dass ich da dann rein muss, oder? Oder was ist denn das hier? War das schon immer hier? Nein, oder? Ich weiß es nicht genau. Okay, anscheinend ist die Paartherapie noch nicht. Ja, es ist noch nicht so weit, dass ich die machen kann. Leider, leider. Ich will auch immer noch zur Polizeistation, aber ich glaube, dass ich da jetzt immer noch nicht rein kann. Die hatten ja irgendeinen Notfall da. Deswegen machen wir jetzt erstmal, glaube ich, die Hauptmission weiter und vielleicht ist dann so ein neues Kapitel freigeschaltet und dann kann ich das machen. Genau, ich musste zu Kuhn and Friends. Ansonsten... Ah ja, und ich muss auch Mitch besuchen hier. Das können wir ja danach machen. Wir gehen erst zu Kuhn and Friends und dann besuchen wir den lieben Mitch. Hieß der Mitch? Ich glaube schon. Ja, besuchen wir den lieben Mitch. So, zack, jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht mehr schon, was die Hauptmission gerade war.
Oder was Kuhn von mir wollte, so, weil es ist schon mega lange her irgendwie gefühlt. Keine Ahnung, eigentlich nicht, aber mir kommt es so vor. Freedom, Hashtag Freedom Pass. What? Könnte ich auf dem Foto noch dämlicher aussehen? Oh, Fernseher. Ganz vergessen. So, das Passwort wurde ja auch geändert. Aber es steht hier jetzt, oder nicht? Keine Mädchen erlaubt. Ah, okay. Keine Mädchen. Wo steht erlaubt da? Erlaubt. Sex mit. What the fuck? Okay. Los geht's. Furzkiste. Komm, setz dich. Furzkiste? Wunderarsch, meinst du wohl? Ja, aber da bin ich. Was gibt's, mein Freund? Kuhn-Freunde, diese düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Oh oh. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pearls mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pearls ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Niemals aufgeben, Mosquito. Hey, was laberst du da, Mosquito? Die Freedom Pearls sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pearls haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur, weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pearls wissen. Und warum sollten die Freedom Pearls uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, oh, nein, so gut, als würde er zu den Freedom Pearls überlaufen. Ich muss das jemand, wahrscheinlich sein. Sie nicht so gut kennen. Nein, ich will kein Spion sein. Tritt den Freedom Pearls bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kann sich auftricksen. Die ändern jeden Tag, ich krieg Wunderarsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technik-Scheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunderarsch braucht ihn. Na gut. Das geht ja schnell. Richtig schnell überredet. Das ist der Freedom Pearls. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Okay. Ich will nicht. Die Freedom Pearls waren immer nett zu mir, vor allem Toolshed. Okay, nicht immer, aber der Toolshed war richtig nett zu mir und hat mir geholfen. Ich will jetzt nicht ein Spion sein und die betrügen oder sowas. Dann bin ich ja nicht besser als die. Dann bin ich genauso ein Superschurke. Das können die auch nicht machen, Leute. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zum Mitch. Das ist doch... Oh Mann, Alter. Ich will, dass ich... Das ist Toolshed. Wir gehen mal Toolshed besuchen. Hi. Na? Noch mal wegen der Sache mit meinem Dad? Ja, nichts zu danken, nichts zu danken. Okay, wir gehen weiter. Hey, Mann. Ich mein Chaos. Ich mein Professor Chaos. Ja? Du solltest doch zu mir nach Hause kommen. Ja? Ich warte. Chaos, Ende. Ja, gleich. Ich muss erstmal gucken, was es hier so gibt. Ich habe auch gehört, dass ich hier ultra viel übersehen habe, aber ich weiß nicht wo. Oh, lol, musste ich mich hier schon mal mit treffen? Alter. Mr. Connor schickt beste Grüße. Er wollte selber kommen, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann. Okay. Er meinte, deiner Mutter sei ein schreckliches Schicksal widerfahren. Komisch, wie ein paar Augenblicke in unserem Leben verändern können, wer wir sind, was? Ja. Und jetzt wirst du das Opfer von Attentätern, dem sogenannten City Ninja Service. Oh, es ist eine Falle, Leute. City Ninja Service. Oh, 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 oh. Ihr wisst, was ihr danach mit ihm machen müsst. Warte, du vergessen zu zahlen! Erst wenn es erledigt ist. Nein, nein, nein. Du buchst City Ninja Service. Du bezahlst vorher das. Steht doch auf der Website. Können wir nicht wegrennen in der Zeit? Nicht besonders japanisch. Seid ihr wirklich Ninjas? Ja, ja, ich Ninja. Siehst du Schlitzaugen? Los, gib mir Scheck für City Ninja Service. Macht erst euren Job. Okay, wir sind von City Ninja. Leider, wir wurden bezahlt, dich zu assassinieren. Und müssen das natürlich tun, oder? Oder? Du zahlst, dass wir das nicht tun. $5,000. 5.000? Kannst du mich am Arsch lecken, Junge? Ich verhau dich einfach. Keine 5.000 zahlen. Kein Bestechungsgeld? Dann würde ich müssen ermorden. Ja, kein Ding. Ich hab nicht mal $5,000, Mann. Ich hätte auswählen müssen, $5,000 zahlen. Mich hätte interessiert, was dann passiert. Egal, wir aber vernichten die einfach mal. Häuserkampf, okay. Jetzt hab ich den $5,000 zahlen. Das ist ja Wucher. Vor allem die richtig so, keine Ahnung, die nehmen erst Geld von dem anderen an und dann meinen die so, ja, oder du gibst mir jetzt einfach Geld, dann töten wir dich nicht. Die lassen sich ja leicht bestechen. Wörter in Koreanisch, alles klar. Die sehen aber nicht sehr koreanisch aus. Vor allem nur er, wie sollte nur er Schlitzaugen und die aber nicht? Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Nicht wichtig, damit treffe ich beide, 56 Damage, let's go. Aber ich merke schon, die Gegner werden immer stärker gerade, oder nicht? Bin ich unter Level, Freunde? Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Muss ich mehr Fights machen? Boah. Brutal. Wobei es eigentlich auch cool, wenn die Gegner ein bisschen stärker sind, sondern es ist nicht zu
zu einfach, quasi. Aber dadurch ziehen sich die Kämpfe eventuell auch ein bisschen. Ich meine, guck dir das mal... Oh, als ob du von hier keinen Laser machen kannst. Gut, dann gib einfach mal irgendwem ein Schild, Humankind. Einfach mal dem Kuhn. Ich meine, wieso nicht? So. Ich weiß, ich muss mich ein bisschen mehr leveln, aber ich will nicht die ganze Zeit nur fighten in den Folgen, so wisst ihr? Ich will ja auch in der Story vorankommen. Okay, oh shit! Okay, nee, warte mal. Zeitfurz. Alter, ich bin halt, ich glaube, ich bin wirklich unter Level. Guck mal, wie viel Damage der mir gedrückt hätte. Ah nee, ich kann auch, glaube ich, noch bessere Artefakte auswählen. Das wäre vielleicht noch eine Sache. Aber what the fuck, wie viel Damage hätte der bitte gemacht? Der hat mir mehr als Hälfte Leben gezogen mit einer Attacke. Junge, wir hauen alle auf ihn ein und ich kriege ihn nicht mal down. Und der zieht mir so viel Leben mit einer Attacke. So, zack. Oh nein, dann sterbe ich noch instant. Ich glaube, es ist klüger für den Kuhn, nochmal jetzt hier stehen zu bleiben. Weil wenn ich jetzt da hingehe, greift mich jeder an. Oh, holy shit, Ninja-Sterne. Hälfte Leben weg einfach. Ey, das ist doch nicht normal, oder? Okay, stell dich lieber hier hin. Von da aus kannst du ihn hier angreifen. Und dann kann ich Humankind gleich heilen oder den Schild geben. So, sie kann auch ganz... Das ist halt gut, dass wir viele Range-Attacken haben. Ansonsten wären wir halt wirklich instant down, so. Ich hoffe, dass die, weil die sehen auch schwächer aus als er, dass die weniger HP haben. So, gib ihm ein Schild, bitte. Danke. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber ich gehe davon aus, dass die anderen drei schwächer sind. Die stehen halt nur so im Hintergrund, Leute. Oh shit. Oh shit, gut, dass der fast down ist. Das kriegen wir doch jetzt, oder? Oh, Kakun, irgendwas. Ich meine, du kannst jetzt halt hier hin, aber oh, die haben auch so viel AP. Soll ich das machen? Ne, chill lieber nochmal eine Runde, Kuhn. Oh Mann, zur Sicherheit. Sonst steht er halt mitten in den drin, so, wisst ihr? So, du kannst jetzt bitte ihn hier angreifen. Das müsste ja gleich down sein. Callgirl kann ihm gleich den Rest geben. So, jetzt kommt Callgirl. Zack. Ja, ich hab dich gerufen, Callgirl. Bam. Und zack. So, dann ist der größte, denke ich mal, schon mal down von denen. Hoffe ich zumindest mal. Habt ihr jetzt nicht einfach auch keinen Bock mehr? Ich meine, ich habe euren Meister zerstört. Wollt ihr nicht einfach gehen? Das wäre ganz cool. So, gibt Callgirl auch ein Schild. So, gut, dass wir Humankind gerade haben. Der kann allen ein Schild geben. Guter Boy. Ulti ist bereit. Kuhn, bist du... Lohnt sich das? Ja, wir machen es einfach mal. Go, Kuhn! Zeig uns deine Ulti. Dafür standst du die ganze Zeit im Hintergrund, damit du jetzt deine Ulti machen kannst. Auch wenn... Okay, eigentlich ergibt das keinen Sinn. Die hätte auch so machen können, aber egal. Okay. Okay, wen fokussen wir jetzt? Entweder den oder den müssen wir jetzt halt fokussen. Los geht's, Furzlaut. Boah, ich denke, wir werden auf ihn hier gehen. Wobei, vielleicht kann... Ja doch, damit trifft er ja die beiden. Das ist ja klug auf jeden Fall. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Oh, guck mal, da sehe ich noch was im Hintergrund. Ich erinnere. So ein Teil steht da noch. So, Callgirl, kannst du auch irgendwie mehrere treffen? Nee, ne? Dann gehen wir auch auf ihn hier. Dann ist er nämlich gleich auch da, wenn der Kuhn dran ist. Oder vielleicht kann, Humankind ihn auch zerstören, das weiß ich gerade nicht. Ich meine, wenn er sich jetzt hier hinstellt. Ja, nice, dann ist der down. Und jetzt wird er wahrscheinlich zu Callgirl gehen, aber dann können wir den Zeitfurz machen. Oh, der Kuhn hätte ihn jetzt auch zerstören können. Ja gut, die Frage ist jetzt, auf wen... Ja doch, am besten auf ihn hier einfach, denke ich mal. Zack, zack, zack. Nice, okay, es wird doch relativ easy. So. Ja, der geht jetzt nämlich auf Callgirl, aber da habe ich gar keinen Bock drauf. So, dann machen wir jetzt einen Zeitfurz. Und dann können wir den zerstören. Es ist also doch einfacher als erwartet. Ich hätte gedacht, wir gewinnen das nicht. Oh shit, ich kann gar keinen angreifen, sehe ich gerade. Als ob ich hier nirgendwo lang gehen kann. Als ob ich hier nicht auf das Feld kann. Okay, gut, ich kann anscheinend keinen angreifen leider mit dem Zeitfurz. Aber wenigstens hat Callgirl keinen Schaden kassiert. So, boah, willst du den down? Nee, geh mal lieber auf ihn hier einfach, glaube ich. Warte mal. Ja, aber dann hiermit. Perfekt. Die Barrikade hier ist auch gut. Dann kommt er nicht so einfach zu mir hin. So, Callgirl, du machst jetzt bitte... Ja, geh auch auf ihn hier. Weil Cartman... Oder Kuhn? Nicht Cartman. Ich weiß ja nicht, wer der Kuhn ist. Der Kuhn kann gleich den anderen downhauen. So. Oder er macht ihn jetzt kaputt, so. Boah. Ja, dann mach du ihn jetzt einfach kaputt. Komm, Kuhn kalt. Vielleicht kann der Kuhn auch auf ihn hier gehen. Ich glaube, mit dem muss ich auf das Feld da laufen können. What the fuck? Okay, es ist doch schwieriger als erwartet. Holy shit, wieso kommen denn noch mehr? Ich wollte mich verarschen. Junge. Noch mehr? Wahrscheinlich? Ich verliere. Was, ich habe jetzt schon so ein bisschen entspannter gespielt. Yo, er ist einfach down auch. Ich habe jetzt schon ein bisschen entspannter gespielt. Weil ich dachte, ich habe schon gewonnen, so wisst ihr. Ey, fuck, was mache ich denn jetzt? Alter, ich...
Ich weiß nicht, wie ich das jetzt fighten soll. Das ist doch ein Scherz. Okay, ich habe nochmal Ulti. Er teleportiert sich einfach, oder? Nee, er ruft. Yo, er ruft noch jemanden. Wollte mich verarschen. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Wessen Ulti mache ich? Ja, yo, er spawnt auch noch jemanden. Okay. Okay. Wie viel. Ey, das ist doch ein Scherz. Muss ich das gewinnen hier? Kann ich das gewinnen? Ich glaube, wenn ich das, ich glaube, wenn ich das jetzt verliere, gehen wir ein anderes Mal nochmal hier hin. Weil ich glaube, wir sind halt echt noch zu niedrig vom Level her dann für diesen Fight. Weil das ist ja nicht normal. Guck mal, wie viele Gegner hier auf einmal sind. Ich weiß nicht mal, was du jetzt machen sollst hier gerade. Weil, ey, keine Ahnung. Ich gebe ihnen ein Schild, aber es bringt halt auch nichts. Die durchbrechen das Schild einfach und killen ihn. Kein Plan. Okay, boah. Kuhn, was kannst du machen am besten? Geh mal auf ihn hier, weil die können neue Leute spawnen. Das wollen wir natürlich nicht so. Ich glaube, wir müssen die beiden down kriegen auf jeden Fall. So, aber... Oh mein Gott. Ja, er ist trotzdem down, trotz Schild. Toll, das war also sein Zug war so ein kompletter Waste gerade. Hätte es besser einem anderen ein Schild geben können dann. Scheiße. Nein. Ich dachte, ich kann ihn vielleicht am Leben halten, weil jetzt haben wir auch keinen Zeitfuß mehr. Wenn er jetzt... Okay, hätte jetzt noch jemand gespawnt, wäre... Sie ist auch down. Okay, ne. Ja, jetzt, wir haben verloren. Wenn ich das noch gewinne, dann weiß ich nicht. Dann ist das Spiel schlecht. Das kann ich eigentlich nicht mehr gewinnen, jetzt gerade so wie es aussieht. Okay, ja, auf wen gehst du denn jetzt am besten? Da hau ihn einfach down vielleicht, keine Ahnung. Selbstverteidigung oder so. Vor mir ist halt auch noch ein Hit, dann ist er auch down. So, du haust ihn jetzt down hier. Ich meine, wir haben jetzt schon relativ viele ausgelöscht von denen. Aber es wird halt nicht reichen jetzt. Weil er braucht noch eine Attacke, dann ist er weg. Butters, Human Kite braucht auch nur noch eine Attacke. Er spawnt wieder jemanden, wahrscheinlich. Hier sind unendlich viele Gegner einfach. Ja, damit ist er auch weg. Shit. Ja, cool. Freu dich nicht zu früh, du bist halt gleich auch down, so. Oh, hä? Was war das denn jetzt? Endlich dran? Ja, du bist dran. Leider, Kuhn. Du wirst jetzt gleich auch weg sein, so. Nach diesem... Oh, ich habe es auch noch verkackt. Nach diesem Zug war es das leider für dich. Shit, wir haben verloren. Oh, fuck. Das kann doch nicht sein. Ja. Nein! Ninja Power. Ninja Power, ja. Er sagt Ninja Power und da steht Wörter in Koreanisch. Wahrscheinlich Ninja Power. Richtig koreanisch. Leute, das ist ja richtig mies. Ich muss da mal ganz kurz gucken. Hätte ich bessere Artefakte oder sowas verwenden können, aber ich glaube nicht, dass das viel geholfen hätte. Ah doch, wir haben hier noch einen freien Platz auf jeden Fall. Plus 7, plus 6, plus 45. Ich glaube, das kann man machen. Die sind alle gleich gut, oder nicht? Wir nehmen das einfach mal so. Hier habe ich halt auch schon locker bessere Sachen, die ich nehmen kann. Hier glaube ich, doch, hier habe ich auch was Besseres, oder? Plus 1. Ja, guck mal, das ist viel besser. Hier haben wir... Was macht das? Plus... Nein, was macht das hier nochmal? 8, 7, 7, 52 und das macht... 8, 7, 7, 54, das ist auch besser. Was macht das hier gerade? 7, 6, 6, 45, das macht 8, 7, 7, 52. So, zack. Hier, blendende Sphäre, 4, 4, also 4, 4, 4, 30. 6, 5, 5, 40. Das war auf jeden Fall auch besser. Ich glaube, das Beste ist halt immer ganz oben, oder nicht? So, das hier, boah, das haben wir lange nicht mehr gewechselt. 5, 4, 4, 33, 7, 6, 6, 5, 4, ja, das ist auf jeden Fall auch besser, so. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal viel stärker wieder, ist die Sache. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es reicht, um ehrlich zu sein. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, erst ein paar andere Missionen machen, bevor wir, ja, nochmal zu Mitch hingehen. Mitch Connor heißt der, glaube ich. Oder erst einfach noch ein paar Kämpfe machen oder so. Wir machen jetzt einfach erstmal die Mission von, ja, die Hauptmission, glaube ich, von Professor Chaos. Also mit ihm halt zu den Freedom Pals gehen. Und da fahren wir dann halt noch ein paar Level oder sowas. Aber ich würde sagen, Leute... Was uns bei den Freedom Pals erwartet, das erfahren wir im nächsten Part, Leute. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Und wir sehen uns morgen um 20 Uhr bei einer weiteren Folge wieder. Sprechen ist schwierig, Leute. Ciao.